Ich bin aufgestanden nach 2 Stunden Schlaf und gefühlt 30 Grad früh um 7. Und ich dachte mir nur so, Digga, wie soll ich die Reise überleben? Wirklich, die Reise nach Berlin. Ich dachte nur, Alter, Digga, ich sterbe. Ich habe wirklich mit dem Gedanken gespielt, abzusagen. Aber ich wollte unbedingt ja auch Cyberpunk anspielen und die Leute kennenlernen. Hab dann quasi meinen Mann gestanden, ne, so wie auch die Tage davor. Man kennt ihn, der Allerechte. So. Ne? Auch die Leute, ey, Digga, du bist gar nicht 1,87. Jungs, der Typ ist 2,02 Meter. Ja, was wollt ihr von mir? Das hier ist Tabak, das hier ist Markus. So, Raptor endlich mal wieder gesehen. Unglaublich. Also wirklich die komplette Crew. Ne? Viele von den Jungs kannte ich ja noch nicht persönlich. Einige kannte ich schon persönlich, wie zum Beispiel Haptic und Yonja vom COD-Event. Ne? Letztes Jahr, genau wie Raptor und seine Perle. Ralf kannte ich auch schon persönlich, weil ich ja auch mit ihm agenturmäßig zusammengearbeitet habe. Das hier ist Markus, das hier ist Ralf, die quasi die beiden Agenturen. Und die haben sich so gut untereinander verstanden, dass quasi er von der einen Agentur, mit der ich zusammengearbeitet habe, zu ihm gejoint ist. Und jetzt habe ich quasi beide Ehrenbrüder in einem Management auf korrekter Basis. Ne? Elmbrot kannte ich auch schon vorher, ist aber schon ein bisschen her, dass ich ihn persönlich gesehen habe. Aber ich hatte nicht so viel mit ihm zu tun. Dann hatte ich auf dem Event, beziehungsweise auf dem Sommerfest, ne, es war ja Sommerfest Cyberdime 2020, hatte ich richtig Zeit, ihn mal auf korrekt besser kennenzulernen. Auch eine sehr korrekte Socke und auch ein richtiger langer Lauch mit Schlauch. Mit ihm habe ich mich sehr gut verstanden, der liebe Kamikatze. Julian, sein Spitzname ist Kami. Mit ihm habe ich gut abgelacht. Auch einer mal, der abends gerne einen Zipper mehr nimmt vom Alkoholglas. Und da war auch der ein oder andere Lachflash am Start. Raptor, hochgradige Liebe der Dude. Mega geil. Und mit ihm hier, Smaxy, habe ich so mich totgelacht. Digga, der Typ, der ist einfach irre, Chat. Der ist irre, wirklich. Der hat mir einfach erzählt, wie er auf seinen Namen kam. Smaxy. Einfach smart und sexy. Und ich dachte, der verarscht mich, Digga. Das war die Wahrheit, Digga. Smart und sexy. Bro, der hat so gesoffen. Und der hat so eine Scheiße gelabert, Digga. Alles gesehen. By the way, alle auf dem Bild Creator, auch die Dame übrigens hier, die, glaube ich, feste Freundin von Gustav Gabel. Gus geht raus. Ja, Helen, Raptors Freundin und Yonja, Haptics Freundin, und die liebe Jessie, aktive Fortnite-Streamerin mit einem stabilen 100er Ping. Das war übrigens mega nice. Wir kamen alle an, hat mir Markus erstmal das Haus gezeigt und alle waren halt draußen. Mann, jetzt! Dann stelle ich die Scheiße aus, Mann, was soll denn das? Lass mich doch mal erzählen jetzt. Wir kamen an und es war unglaublich warm. Ne? Großer Garten, Basketballkorb, Pool, paar haben geschwommen. Gustav Gabel und Raptor haben sich, glaube ich, im Pool geboxt. Ne? Raptor sah eine kurze Zeit so aus, als würde er untergehen, aber der Pool war Gott sei Dank nicht so tief. Von daher ist es dann doch nicht passiert. Dann hat Markus mir das Haus gezeigt und einfach Jesse war einfach in einem Twitch-Rivals-Turnier in Hyperscape. Und ja, sie hat eigentlich nichts, also sie hat nicht so gutes Internet. Und deshalb dachte sie sich, einmal auf guten Ping spielen, da sehe ich mich. Hat dann quasi in der Station richtig reingezockt und ihr Team kam richtig weit. Deshalb hat sie dann immer weiter gespielt und sie kam dann mega spät erst dazu. Ich glaube, 21:30 abends kam sie da mal rausgesteppt, wo wir alle schon draußen waren. Ein paar waren schon gut angeheitert, ne? Wurde schon langsam dunkel. Fleischmäßig und so, also grillmäßig haben wir auch schon alles vernichtet, so mäßig. Da kam sie dann mal rausgesteppt und die hat wirklich den bigsten Applaus bekommen, Digga, dass sie sich endlich mal auch dazu gesellt. Ja, haben wir halt den Abend verbracht mit Labern, uns kennenlernen. Ne? Ihr kennt es ja vielleicht am Anfang, wenn ihr in eine neue Gruppe kommt. Man muss auch, auch wenn man sich vielleicht sofort verstehen würde, man muss erst so dieses Eis muss erstmal brechen, dass man Gespräche aufbaut. War aber wirklich mega korrekt. Und dann noch ein, zwei Worte zu dem Management. Wir waren quasi in dem Haus, wo aktuell Haptic und Yonja fest wohnen. Das Haus ist aber das Haus quasi des Managements. Ne? Ja, wir haben halt den Abend verbracht mit Kennenlernen, mit Grillen, mit Trinken, mit Lachen und ab und zu in den Pool eintauchen, ne? So wie ich in eurer Mütter, Kappi. Und was ich richtig witzig fand, war einfach, wie... Und, also ich fand's einfach, nee, worauf, ich habe mich verhaspelt, genau. Meine Agentur, die nimmt nicht nur große Creator,
sondern der Agentur ist es wichtig, dass die Creator untereinander harmonieren. Und das ist nicht nur Gelaber, weil bei diesem Sommerfest habe ich gemerkt, jeder Creator, der da war, war nicht nur eine korrekte Socke, sondern man konnte mit dem labern, man konnte mit dem lachen, man konnte mit dem chillen, man konnte sich unterhalten, man konnte sich ein bisschen an der Nudel spielen. War einfach geil, Chat, was soll ich euch sagen? Und wirklich mit ihm und ihm habe ich mich so gut verstanden. Ralf natürlich auch eine mega korrekte Socke, aber einfach, ja, Gustav auch. Aber wirklich mit Kami, Smaxi und Tabak habe ich mich echt am besten verstanden. Und ihr glaubt nicht, Chat, ihr seid schuld. Chat, jetzt erzähle ich euch was, worauf ich überhaupt hinaus wollte. Ihr habt letzte Woche übertrieben mit den Subbombs. Chat, hier bei uns im Stream ist es ja schon ein Meme. Aber versteht ihr das? Das hat schon Dimensionen erreicht. Das ist schon rübergeschwappt auf andere Streams. Ne? Das ist schon rübergeschwappt auf andere Streams. Da wird quasi erzählt, ja, Elotrix muss bald mit Regenschirm streamen, weil es so viele Subs regnet. Das erzählen die in anderen Chats über uns. In anderen Streams. Auf Gönnerbasis, auf Gönnjamin-Basis. Schnapp Kartoffelnase ab. Du. Danke für den 10er, Chat. Gönn nochmal eine Rolli hier. Danke für den 10er, Bruder. Und dann fing es irgendwann an. Die Leute waren schon ein bisschen angeheitert. Das hätte man euch aufnehmen müssen, Chat. Wenn wir an dem Abend gemacht hätten wie das Angelcamp von Knossi, quasi so auf Big Brother-Basis, mit Kameras, Mikrofon, dass ihr das mitbekommen hattet. Ich schwör's euch, Chat. Ich schwör's euch, ich bin ehrlich zu euch. Ihr werdet gestorben. Ihr werdet gestorben vor Lachen. Ich bin am Abend ins Hotelzimmer ins Bett mit Bauchschmerzen. Das hat sich angefühlt, als hätte ich Bauchtraining gemacht. Ich habe mich totgelacht. Raptor war so besoffen. Der hat so eine geile Scheiße von sich gegeben. Und die ganze Zeit, Chat, wir haben uns dann hochgeschaukelt. Und ihr seid schuld mit den ganzen Subbombs. Und auf einmal, ich habe dann ab und zu über die Subbombs geredet. Dann sind die anderen eingestiegen. Und auf einmal haben wir nur noch über Subbombs geredet. Nur noch über Subbombs. Und dann hat er die ganze Zeit gesagt, so, ja, du kannst hier das Bombengeschwader gerne mal rüberschicken, die können auch mal paar Bomben droppen und dann einfach, ich weiß gar nicht mehr, was wir alles gelabert haben. Digga, wir haben so die geilen Subbomb-Jokes gemacht, das war wirklich wild. Das war wirklich wild. Und deshalb werde ich auch einfach nur als Erinnerung an diesen geilen Mittwochabend und dieses Subbomb-Gespräch, diesen geilen Humor zwischen uns allen, werde ich dafür am Montag meinen Stream-Titel komplett Subbomb nennen, Chat. Da werde ich einfach Subbomb-Leertaste dann so oft reinkopieren, wie es geht. Damit ihr Bescheid wisst, warum ich das machen werde. Einfach für die Vibes. So, also das war schon mal ein richtig wilder Mittwochabend. Er hatte Smaxi, ne? Der ist einer, der gerne mal was weglötet. Der hatte einfach ein Glas, das sah aus wie eine Mini-Vase, aber durchsichtig. Der hatte einfach eine Vase in der Hand. Der hat die ganze Zeit... Schieb mich, du Schieberschwein, ja logisch. Danke für die Donation. Der hat einfach aus einer scheiß Vase gesoffen. Und ich weiß nicht, wie das ging. Digga, immer wenn die Vase fast leer war, dann hat er die wieder aufgefüllt. Digga, der hat so gesoffen. Und irgendwann war der so dicht. Und dann hat der mir und Raptor versucht, irgendeine scheiß Map zu erklären. Und es war eine MW3-Map, aber er hat gesagt, Black Ops 3-Map. Und dann, ja, da ist eine Leiter und da campt immer einer im Haus. Und wir alle, Digga, was laberst du? Halt die Fresse und so. Digga, der hat irgendeine Scheiße gelabert. Ich zeige euch, glaube ich, noch ein, zwei Stories. Tabak hat mir die nämlich geschickt. Dann hat er uns abends noch den DJ gespielt. Bruder, so eine geile Socke. Und wir haben so Lachflashes geschoben. Immer die ganze Zeit mit Raptor, Tabak, Smaxi und Kami, Digga, wir haben uns totgelacht. Ne? Viele sind dann abends durchgezogen, weil nicht jeder hat da übernachtet oder im Hotel. Zum Beispiel Aimbrot hat sich dann langsam rar gemacht und auch Mittwochabend war Yonsha und Haptic nicht so am Start. Haptic, ein Kollege hatte irgendwie einen Notfall, der hat dann dem noch geholfen und die waren auch beide ein bisschen erledigt, weil die haben ja die ganzen Tage davor das ganze Fest auf vorbereiten müssen, ne? Pool aufbauen, Einkäufe machen, dies, das, war ja alles da. Die hatten alles, Chat. Die hatten alles. Die hatten sogar eure Schwestern gebraten. Ne? Die hatten Eis, Digga. Die hatten Chips. Die hatten Getränke. Nicht alkoholisch, alkoholisch. Die hatten sämtliches, alles, was man auf den Grill werfen kann. Die hatten alles. Und die Kühlschränke haben geplatzt aus allen Nähten. Die hatten wirklich säckeweise Chips und so. Das war so geil. Getränke ohne Ende. So einen kleinen Mini-Pool. Ne? So ein kleines Planschbecken für quasi
Ja, für quasi Fünfjährige, war auf der Terrasse, ne, und mit kaltem Wasser, und da waren die Getränke drin, war richtig wild, war ein richtig geiler erster Mittwochabend. Und da dachte ich schon, Haptik mag mich nicht oder mag auch die anderen nicht, weil er irgendwie nicht am Start war. Aber dann am Donnerstagabend hat er dann eine richtig längere Session mit uns eingelegt. Und mein Highlight war am Mittwochabend, dass er hier, ne, er war dann irgendwann so besoffen, und dann wurde es schon langsam kalt, ne? Wir haben langsam die Decken rausgeholt und auf einmal kickt bei ihm wirklich der Autismus und er hat Bock in den Pool zu gehen, Digga. Dann zieht er sich aus bis auf die Boxershorts und es war schon echt kalt, ne? Sogar angezogen, deshalb auch Decken. Und dann springt er einfach in den Pool rein für, keine Ahnung, 10 Sekunden und es war ja so dunkel, den hast du gar nicht mehr gesehen. Dann kommt er raus und den Weg zum Pool bis zur Terrasse hast du schon gesehen, Bro, dem ist so kalt, dem frieren gleich die fucking Füße an, am Gras fest, ne? Dann kommt er da angesteppt, ne? Wie ein Eiszeitmensch, so. Boah, Bruder, ist das kalt, sagt er, ne? Erstmal die Vase gegriffen und noch einen Schluck nachgesippt, Digga. Und dann setzt er sich auf den Stuhl, nackt, frierend, mit der Faraffel da in der Hand und zittert sich dann ab. Ich sag so, Bro, Digga, zieh dir was an, du erkältest dich. Und dann sagt auch Kami, ne, so auf Bro-Basis, Digga, zieh dir was an, du wirst krank, ne? Der so, ja, mach ich. Aber vorher noch eine Kippe, ne? Dann nimmt er hier so seine Kippe, so den hier, und versucht so anzuzünden. Digga, ich hab noch nie einen Menschen mit dem Feuerzeug so wackeln sehen. Das war wirklich den hier, Digga. Der so, oh, Digga. Digga, wollte echt, wenn er die noch gequakst hätte. Bro, der wär uns weggefroren, ne? Dann haben wir gesagt, nee, Digga, lass mal, geh jetzt duschen. Du hast, genau, Raptor hat dann auch gesagt, du hast doch Ersatzklamotten, geh dich jetzt duschen, dusch dich warm ab, hau dir Ersatzklamotten rein, dann gönn dir deine Dinge. Du hast morgen, genau, der hatte nämlich dann am nächsten Tag, also quasi Donnerstag, hatte er auch, das war so geil, er hatte einfach einen richtig wichtigen Business-Termin, Bruder. Er hat so gesoffen! Ohne Rücksicht auf Verluste. Oh, Bruder, jetzt geh schon. Bin ich gewohnt, Digga. Er hat mir die Faraffel gelehrt. Irgend so einen wichtigen Deal mit irgend so Fußballern, irgend so einem Fußballmanager. Bruder hat sich so abgedichtet. Ich dachte eigentlich, das Ding ist gelaufen, Bruder. Aber der Typ ist irgendwie immun, Alter. Der stand einfach stramm. Nächsten Tag um 12, Digga, den Deal hat er klar gemacht. Den hat er eingetütet, gar kein Problem. Und da hat er die Faraffel aufgefüllt. Korrekt, Digga, einfach korrekter Dude. Ja, und das fand ich korrekt. Weil, vielleicht kennt ihr das manchmal, wenn eure Kollegen besoffen werden, dann werden die so wie so kleine Kinder. Und er hat wenigstens auf die großen Bros in dem Moment gehört, ist dann tatsächlich duschen gegangen, hat sich was Neues angezogen, ne? Keine nassen Klamotten. Ist dann wieder rausgesteppt und dann ging der Abend wild weiter. So, wir sind immer noch beim Mittwochabend. Wann sind wir durchgezogen? Ralf, ich und Kami waren im selben Hotel, ne? Gepennt haben im Haus die beiden, sie, er glaub auch, er weiß ich gar nicht, ach Digga, die haben irgendwo alle gepennt, in irgendeiner Vorratskammer wird schon irgendjemand gepennt haben von denen, keine Ahnung, Digga. Auf jeden Fall hab ich, er und er im selben Hotel gepennt, ich glaube, er auch, aber er ist irgendwie anders zum Hotel gekommen, oder ich bin lost, ach keine Ahnung, Digga, ist schon wieder so lange her, Alzheimer kickt, Kappi. Auf jeden Fall sind dann der liebe Ralf, ne, der junge, schöne Mann da unten, meine Wenigkeit und auch der Kami dann gegen 3:30 mal durchgezogen. Oder war es 4:30 oder 4:30? Digga, ich glaube 4:30 war es. Sorry. 4:30 sind wir dann durchgezogen, weil 4:30 ist ja der Lifestyle so, der halbe, ne? Dann sind wir losgefahren und dann, wie es halt ist, nach dem Trinken. Oh, also Ralf hat nichts getrunken, er ist ja gefahren, ne? Aber er hat dann böse Hunger gehabt und ich habe halt auch den ganzen Tag nichts gegessen, dann McDonald's und dann später ein bisschen Grill und so. Einen halb durch einen Burger habe ich mir gegönnt und so. Ich hatte dann auch wieder richtig Hunger am Abend. Und dann haben wir uns wirklich um 4 Uhr nachts noch auf den Weg gemacht und was zu essen versucht aufzutreiben. Und sind wir beim Maggis vorbeigefahren, ne? Und genau gegenüber vom Maggis war eine Tankstelle mit einem Rewe to go. Aber wir haben halt erstmal predicted, der Maggis könnte offen sein. Und ihr kennt es ja, diese ganzen Restaurants und auch, ich glaube, Rewe und so, die lassen immer das Licht an in der Nacht, weil ich glaube, die sind zu doof, den Lichtschalter zu betätigen. Und dachte man, oh, Digga, jetzt noch ein bisschen einen Burger sippen. Ja, Bruder, war natürlich zu unlucky. Aber wirklich beste Erfindung, da geht auch an der Stelle einfach mal ein Kuss raus an Rewe to go. Ne? Da war dann so eine Dame im Nachtschalter.
Und dann haben wir uns noch richtig nachts um fast halb fünf, und halb fünf war ich im Hotel, also wirklich 4:10 oder so, haben wir uns dann noch ein richtig dickes Sandwich und ein fucking Wasser rausgelassen. Beim Rewe to go, und ich schwör's euch, Jungs, das war in so einem leckeren Kühlschrank mit so leckerer Soße, das hat sie irgendwie frisch geschmiert für eine halbe Stunde. Das hat so geklatscht, Jungs. Wirklich, das hat mir richtig Nackenklatscher gegeben, das Sandwich. Das war das teuerste, aber auch das leckerste Sandwich meines Lebens. Um fucking 4:10 nachts, ne? So. Und was da auch wieder witzig war, er war so besoffen und die Frau, ne, da ist ja dann so eine Scheibe, Nachtschalter, damit du da die nicht überfallen kannst, da sind halt Sicherheitsglas und so, und die redet mit über so eine Sprechanlage, redet die mit dir, und die hat die ganze Zeit gefragt, ja, wollen sie den Belag drauf, wollen sie das geschmiert haben, und er, Kami, Julian, der hat die ganze Zeit irgendeine Scheiße gelabert und die Alte voll auf die Palme gebracht. Und die war so schnell getriggert. Digga, so schnell bin nicht mal ich getriggert in fucking Black Ops 4, wenn die Deutschen wieder mit der VMP mich durch die Lobby jagen, ne? Und dann fragt sie uns, ja, was für ein Wasser wollen sie denn? Geroldsteiner, dis. Und dann sagt die einfach, ja, ich sehe mich hier jetzt im Fidschi-Wasser, Digga. Die wusste gar nicht, was der überhaupt von ihr wollte, Digga. Sie ist so mad geworden. Und dann habe ich so gesagt, so, Alter, Kami, Julian, halt mal jetzt den Ball flach, die gibt uns hier gleich nicht mehr das Sandwich. Oder die reibt da nochmal, keine Ahnung, Alter, das Ding durch die Achsel. Ja, dann hat das Gott sei Dank sein lassen. Und dann haben wir uns dann noch das Wasser und das Sandwich und tatsächlich 4:10 ja, das Sandwich reingesippt und das Wasser. Und das war so fucking lecker. Und dann sind wir noch zum Hotel. Dann haben wir uns ausgemacht, weil wir am nächsten Tag wieder durchstarten. Und dann bin ich wirklich aufs Hotelzimmer. Ich war selten so happy, weil es war ein ultra geiler Tag, aber ich war auch so maximal im Arsch. Da habe ich wirklich, bin ich ins Hotelzimmer, habe das Handy angeschlossen, bin ins Bad, habe gerade so noch mit einem müden Auge die Zahnbürste irgendwie in die Kauleiste bekommen. Ja. Und dann bin ich eigentlich ins Bett gefallen und tatsächlich, als ob man wirklich mit einem Monitor das Stromkabel zieht, dann hatte ich direkt Blackscreen, bis am nächsten Tag, beziehungsweise am selben Tag, der Wecker geklingelt hat. Ja, und da habe ich, an dem Tag habe ich auch richtig gut gepennt, Bett war sehr gemütlich, ja, dann Quickie unter die Dusche und dann ging es eigentlich schon wieder zum Haus. So, der Kontakt von CG Projekt Red hat Markus gesagt, der Dude von der Firma, der kommt so am Nachmittag, frühen Abend, also so 16, 17 Uhr, wird da angesteppt kommen und dann mal die Station aufbauen für Cyberpunk 2077. Zwei Stationen, ne? Konsolenport, aber auch spielbar mit PlayStation oder Xbox-Controller. So hat er das Ganze dann auch aufgebaut. Und bis wir halt den jungen Mann erwartet haben, haben wir dann halt auf der Terrasse gechillt, bisschen noch was gesnackt, bisschen noch getrunken, gut abgelacht. Und da war eine Situation, da war leider der liebe Tabak zu langsam im Chat, wenn das wäre wirklich das wäre so ein Legendenclip geworden. Der wäre richtig steil durchs Internet gegangen, der wäre direkt im nächsten Sascha-Video gelandet. Und zwar kennt ihr ja noch den Ehrenbruder FIFA Gaming. Wir haben uns dann ein bisschen so über Leute unterhalten, ne, wie es so läuft und so. Also quasi das, was auch mega geil war bei dem Treffen. Niemand hat eigentlich über so wirklich Zahlen geredet von sich, sondern es waren einfach so zwischenmenschliche Gespräche. Man hat eigentlich sehr wenig übers Business geredet. Wir haben uns halt am Mittwochabend totgelacht, einfach über diese Subbomb-Memes. Und ja, Chat, da seid ihr halt auch einfach selber schuld, weil ihr habt es letzte Woche übertrieben mit den Bomben. Und dann habe ich halt dann auch einfach mal einen Lachflash auf euren Nacken mir gegönnt. Natürlich alles auf korrekter Basis, aber wir haben uns einfach so totgelacht, weil ich sag so, ja, Bro, manchmal komme ich ins Wohnzimmer und da steht mein 65 Zoll Flat-TV und der macht einfach Faxen, Digga, er geht nicht. Und dann gebe ich so zwei Klapser an den Flat-TV, ne, der ist ja auch so dünn, so ungefähr so ein Fünftel so dick wie ein Tablet, gebe ich so zwei Klapser ran, Digga, und auf einmal fallen einfach ein paar Subs raus aus dem Flat-TV. Dann gebe ich ihm einfach noch zwei Klapser, Digga, dann fallen wieder Subs raus. Dann gebe ich ihm wieder ein paar Klapser. Bro, und auf einmal wie so eine Surfwelle, auf einmal schwemmt da so die 100er-Bombe an. Weißt du, wie ich meine? Digga, also, ja, die waren angetrunken, Digga, die haben sich totgelacht. Ich habe die ganze Zeit irgendwas, das war auf jeden Fall legendär. So, wir haben dann am Donnerstag dann uns noch einen gemütlichen Nachmittag gewartet und auf die Leute, beziehungsweise auf den Mitarbeiter da von CG Projekt Red gewartet. Und dann kam eine Situation, wo wir den YouTuber FIFA Gaming angesprochen haben, für die Leute, die den Dude wahrscheinlich nicht kennen oder viele werden es von euch mitbekommen haben, der ist dafür bekannt, dass er seinen YouTube-Kanal zerschossen hat, ne? Indem er einfach, keine Ahnung, ja, viel quantitativen Content hochlädt statt qualitativen, also einfach Videos spammt ohne Ende.
Und seit kurzem schießt er den Vogel ab, weil unsere, wir haben uns dann auch ein bisschen unterhalten, wie das sein kann. Und ich glaube, Gustav hat da den Call gemacht und ich glaube, er hat da auch recht. Ich glaube, der hat seinen Kanal verkauft, ne? Weil aktuell, ne, der YouTuber FIFA Gaming lädt aktuell, Chat bitte, dass er die Sicherheitsgurte anschnallen, lädt aktuell 12 Videos am Tag hoch, ne? Falls ihr es nicht wusstet, die Glocke, ne, und auch die Benachrichtigung über YouTube, tut einen nur informieren über 3 Videos. Das heißt, er tut 4-mal mehr Videos hochladen, als überhaupt Nutzer, die ihn abonniert haben, überhaupt benachrichtigt werden würden. Auf jeden Fall an der Stelle auch eine richtig schlaue Business-Strategie. Kappi Klaus, Klappi Strauß. Ne? Und jetzt kommt, deshalb habe ich euch gesagt, Chat, die Brillen bereithalten und auch den Sicherheitsgurt anlegen. Ne? Ich hoffe, ihr seid angeschnallt. Ne? 12 Videos am Tag? Okay, könnte man sagen, Bro, heftiger Output, der junge Mann hat Bock, ne? Wenn der 12 Videos am Tag rausschallert, ich glaube, der tut nicht mehr atmen, der tut nicht mehr reden, Digga, der tut nicht mehr essen, nicht trinken, nicht schlafen und ich glaube, auf Toilette muss er auch nicht und ein bisschen Freizeit braucht er, glaube ich, auch nicht. Aber, Chat, deshalb auch die Sicherheitsgurte, ne? Die 12 Videos, deshalb denken wir auch, dass er seinen Channel verkauft hat, das sind einfach alte Videos. Das sind einfach Videos, die er vor einer Woche schon mal hochgeladen hat. Die lädt er einfach wieder runter, Digga, und lädt die einfach nochmal hoch. Und ihr denkt so, hä, Bruder, was macht doch gar keinen Sinn? Ja, was ihr nicht sagt. Klopp, klopp, das interessiert wer ja ist niemanden. Da? So. Schnappi, das kleine Krokodil. Und der jetzt? Moment, wenn schon die Donuts abfucken. Ja, ist echt so. Danke für den Fünfer. Und ihr denkt schon, es kann nicht wilder kommen. Der macht wirklich den schlechtesten Selfmade-Rapper, den ihr euch vorstellen könnt, und lädt jeden Tag eins von seinen Musikstücken hoch. Und ihr denkt schon, Alter, okay, Carsten, Ellotrix, jetzt reicht's aber. Wilder geht's nicht mehr. Wilder geht's nicht mehr. Bro, er lädt das Lied in 3 verschiedenen Varianten hoch. In 3 verschiedenen Varianten täglich lädt er das hoch. Jeden Tag. 3 von den 12 Uploads sind einfach ein selbstproduziertes Musikstück, was wacker nicht sein könnte. Und das einfach in 3 verschiedenen Varianten, mit wo ein bisschen anders gemixt ist oder so. Und das jeden Tag. So, dann habe ich wirklich, Chat, ihr hättet dabei sein müssen. Ich bin ehrlich zu euch, wenn das gefilmt worden wäre, ihr wärt, euch hätt's vom Stuhl geschallert vor Lachen. Ich schaue auf mein Handy, gebe seinen YouTube-Name ein, guck mir seinen Kanal an und guck so seine letzten Videos und dann lese ich so vor. Vor 28 Minuten, vor 48 Minuten, vor einer Stunde, vor 2 Stunden, vor 3 Stunden, vor 4 Stunden, vor 5 Stunden, 6, 7, 8. Ich lese das so runter und alle sind sich schon am krumm lachen, ne? Und dann gucke ich so auf die Videoklickzahlen. Und dann gucke ich so, ja, 200 bis 400 Klicks pro Video. Und dann schaue ich auf seine Abonnentenzahl. 400.000 Abonnenten. 400 Klicks. Und auf einmal, ne, mein Kopf, ne, der Rechentricks manchmal langsam, dann rechne ich so, Moment mal. 1% Klicks von 400.000 wären ja immerhin 4.000 Klicks pro Video. Und dann auf einmal macht's Klick, Digga. Er hat wirklich, ich habe sowas noch nie gesehen, Chat, deshalb bitte, seid angeschnallt. Er hat wirklich 0,1% Abonnentenklicks, ne? Und Raptor hat am Tag schon davor die ganze Zeit gesagt, so, Bro, komm auch mal in den Pool schwimmen und so. Und ich hatte halt keine Badehose dabei. Und auf einmal, Chat, deshalb, ihr hättet euch totgelacht. Auf einmal hat's mich überkommen, ne? Da hat's mich einfach überkommen. Da hat so krass der Autismus reingekickt. Und ich habe wirklich mich so totgelacht in meiner Liege. 0,1% Klicks, habe ich gesagt, ich kann es gar nicht nachmachen. Dann bin ich wirklich aufgesprungen und wie so ein Fitnessmodel mir meinen Shirt vom Leib gerissen, meine Hose, dass da Damen am Start waren. Das hat mich auch gar nicht interessiert, Digga. Wirklich die Hose ausgeschallert, gerade so noch mein Handy aus der Hose rausbekommen und dann sogar mit Omega Speedmaster und Socken bin ich da über die fucking Wiese gesteppt, wirklich fast auf die Fresse geflogen, so habe ich gelacht beim Laufen und habe wirklich so einen geilen Hechtsprung gemacht in den Pool.
Ja, das habe ich dann einfach in dem Moment gebraucht. Wirklich einfach richtig den Hecht da rein da. Und dann bin ich wieder aufgetaucht und die Leute am Tisch, die haben sich so totgelacht. Markus ist fast gestorben, ne? Das war ganz knapp. Ich glaube, der wäre fast erstickt vor Lachen. Und Tabak hat leider nur noch eingefangen, wie ich dann so im Pool so kurz so zwei Bahnen gedreht habe. Aber wenn man das auf Band gehabt hätte, das war halt, wenn ich das jetzt euch erzähle, ist das natürlich nicht so witzig, als wenn ihr dabei gewesen und hättet so diesen Gesprächsflow mitbekommen, wie wir uns über seinen Channel unterhalten, dass er 12 Videos am Tag hochlädt, dreimal dasselbe Musikstück, alte Videos runterlädt, wieder hochlädt und dass sein Kanal komplett zerschießt. Und er macht ja nicht mal damit mehr Klicks insgesamt, als er davor gemacht hat mit nur einem Daily Upload. Ein Daily Upload, sein Kanal lief besser als mit 12 Daily Uploads. Und zwar, Chat, da hat dann auch tatsächlich mal bei mir der Fanboy-Moment reingekickt, ne? Als der dann die Station und so alles aufgebaut hat und ich ihn dann quasi, als er dann nicht mehr beschäftigt war, bin ich erstmal reingesteppt und hab halt ihm so die Hand gegeben und meinte so, ich muss Ihnen sagen, ich liebe Sie und ich liebe Ihre Firma dafür, dass Sie uns Witcher 3 geschenkt haben. Danke, danke, danke. Und der so, ja, erstmal jetzt hier duzen und vielen Dank, aber huch, da dachte sich der, ich will den gerade gleich an die Hose oder so. Bro, der hat kurz der Fanboy-Moment reingekickt, aber ist halt auch einfach True Story, weil CG Projekt Red, die größten Ehrenmänner, da geht ein Kuss raus an der Stelle. So, zwei PCs hat er uns aufgebaut, ne? Ich kenne mich da nicht so aus, aber so diese, das war ja so quasi eine Anspiel-Session mit absoluten, strikten Einhaltungslinien, so die man halt nicht umgehen darf. Also wir durften nichts filmen, wir durften nicht mal Bilder machen mit dem Handy, wir durften gar nichts. Ne? Wir durften nicht mal vom Startbildschirm des Spiels durften man ein Bild machen für eine Story oder so. Gar nichts. Ne? Das war halt so eine richtige Undercover-Session zum Anspielen für uns. Deshalb war das auch mit den PCs irgendwie so, dass die genau bestimmen können, was für ein Inhalt drin ist. Ne? Das war halt quasi das komplette Spiel, aber einige wichtige Sachen, die man halt noch nicht wissen soll, waren nicht drin. Wie manche Zwischensequenzen haben gefehlt, ne? Manche Skillbäume, manche Gesprächsdialoge und das hat noch nicht alles so reibungslos funktioniert, ne? Weil das war in so einem ganz komischen P-Format und das war ja, wie gesagt, eigentlich PC, aber trotzdem Konsolenport irgendwie so, das war komisch, aber sogar bei dieser in Anführungszeichen abgespeckten Version, die wir gespielt haben auf 1080p, kann ich euch sagen, lieber Chat, Matt, das Spiel ist grafisch andere Liga. Andere Liga. Grafisch der Wahnsinn. Sogar da hat man gesehen, die Grafik ist richtig wild. Ich habe dann ungefähr eine Dreiviertelstunde das Game angezockt, ne? Ich darf euch alles erzählen, ne? Ich durfte euch nur das nicht zeigen, ne? Ich darf euch alles erzählen, deshalb mich kurz einatmen lassen. Ich war so aufgeregt, Chat, ich hatte wirklich, Markus dachte sich, Bro, was machst du so? Ich konnte halt anfangen zu zocken, aber irgendwie, ich konnte nicht. Ich hatte so wie so eine kleine Blockade und ich habe so schwitzige Hände bekommen, mein Nacken war so nass und dann musste ich erstmal ins Bad und mir erstmal das Gesicht mit kaltem Wasser und Hände waschen, Digga, damit ich da den Controller nicht voll schwitze, Bruder. Ich war so fucking aufgeregt und ich hatte so steife Nippel und so ein Prügel in der Hose, das war richtig wild, Digga. Junge, Junge, hatte ich Bock. So, man kann am Anfang drei Starts wählen, ne? Was man quasi für eine Angehörigkeit hat, ne? Einmal ist man quasi wie so eine Rocker-Gang, ne? Einmal ist man quasi wie so Elite-Leute aus hohem Stand. Und das zweite weiß ich gar nicht, glaube sowas Richtung Cyborgs. Und mega interessant, je nachdem, welchen Anfang man wählt, startet man woanders in der Story. Und es dauert tatsächlich eine Weile, bis diese drei Anfangsstränge wieder zusammenführen bzw. sich überkreuzen. Was auch interessant war, der liebe Herr von CG Projekt Red, der hat uns ein Beispiel gezeigt, eine Beispielgrafik, wie unglaublich komplex die Missionen sind. Ne? Ihr dachtet, ihr hattet Entscheidungsfreiheit bei einem Witcher 3. Cyberpunk 2077 wird eine andere Liga. Der hat uns von einer Nebenmission einen Entscheidungsstrang gezeigt, ne? Es gibt quasi bei vielen Missionen die Möglichkeit, wenn du das Richtige machst, als Beispiel, der Typ, der dir Scherereien macht, den tust du einfach über den Haufen schießen. Dann ist die Mission quasi richtig schnell vorbei. Aber du kannst natürlich auch den Weg nehmen und den Weg und den Weg. Und Bro, Chat, Ladies and Gentlemen, das sah aus wie ein Matrix-Code. Der musste bei der Grafik noch zweimal nach rechts swipen und reinzoomen, damit du alles siehst von einer Nebenmission.
Klar, das war dann eine größere Nebenmission. Das Game wird so gestört, umfangreich, so geisteskrank komplex, dass man das wahrscheinlich 100-mal durchspielen will. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. So. Und ja, das Tutorial habe ich gut Nike-Schallert, da hat man dann ein bisschen hacken gelernt und so, mega interessant. In dem Game kann man halt wirklich geilen Scheiß machen, auf der Tech-Ebene, ne? Die Gegner Waffen hacken und dann richtig mucken, und wenn die dich dann abknallen wollen, explodieren ihre Waffen, oder du tust dann einfach die im Nahkampf erledigen, weil sie halt auch nicht schießen können. Du kannst Kameras austricksen, du kannst gegnerische Roboter hacken und die dann quasi zu denen laufen lassen und Granaten zünden, dass die dann in die Luft gesprengt werden, und solange dich niemand beim Hacken erwischt, ist es so, als ob das halt eine Fehlfunktion war, also du bist da nicht schuld, du alarmierst da nicht mal die Gegner und so. Mega geil, wirklich. Also die Vielfalt bei dem Spiel, der Wahnsinn. Und auch die Skillbäume, die ich mir so angeguckt habe, unglaublich komplex. Unglaublich komplex. Und auch den Editor, ne, wo man seinen Charakter bearbeiten kann. Ich habe, glaube ich, noch nie ein Rollenspiel gesehen, wo man seinen Charakter so heftig individuell gestalten kann. Ich glaube, da wird fast jeder von uns erstmal eine Stunde im Editor rumhängen und erstmal seinen Lieblingscharakter zusammenbasteln. Was ganz witzig war, da haben natürlich wieder die Jungs ein Lachflash draufgeschoben. Man sieht in dem Spiel Genitalien, ne? Man kann seinem Charakter, auch wenn er männlich ist, eine Pussy geben und auch andersrum, man kann auch einer Frau einen Dödel geben. Und ja, man kann halt auch das Aussehen des Dödels kann man einstellen. Und jedes Mal, wenn man die Größe vom Dödel ändert, ne? Natürlich nur im nicht erregten Zustand, weil sonst wäre das pornografischer Inhalt, das ist nicht erlaubt und so, aber halt, ja, im nicht erregten Zustand, und jedes Mal, wenn man den Dödel ändert, dann baumelt er so ein bisschen rum, weil er sich freut, dass er halt gewechselt wurde. Digga, wir haben so böse Lachflash draufgeschoben. Man kann sogar dann die Schambehaarung einstellen, nicht nur die Farbe, sondern auch das Muster, ne? Gustav Gabel, der Lümmel, hat da irgendwie so eine Pussy mit so einem Blitz gemacht, ne? Ich habe natürlich auf Gentleman-Basis meinen Dödel nackig gelassen, so mögen es die Damen, habe ich mir sagen lassen, am meisten. Ich glaube, die Perle von einem der Rapper, die er auf dem Bild nicht gesehen hat, da war auch so ein Rapper und YouTuber am Start, ich glaube, die hat sogar eine Pussy genommen mit Ding, mit so einem Herz, Alter, boah, da haben wir alles gesehen. Ja, das war halt ganz witzig. Und was der liebe Herr von CD Projekt Red erwähnt hat, ne, ich muss hier euch gar nichts erzählen, der hat jetzt nicht gesagt, erzählt das oder so, sondern der hat uns das erzählt, das war auch wirklich, das war eigentlich der Wahnsinn-Chat, mal jemanden zu treffen, der an so einer Entwicklung von einem Spiel wirklich teilgehabt hat, über 7 Jahre, der wusste alles auswendig und man hat gemerkt, der hat so eine Leidenschaft für sein Game. Der hat jedes Mal, wenn jemand an die Station ist, hat er ihm alle Fragen beantwortet, immer wieder so grob das alles erzählt. Und man hat gemerkt, okay, der liebt den Scheiß. Das langweilt den jetzt nicht, dass er jetzt das 5. Mal dasselbe erzählt oder dass er jetzt hier irgendwelche Fragen beantworten muss. Das war so unglaublich. Das ist richtig auf einen übergeschwappt, so dieser Enthusiasmus zu dem Spiel. Und dann habe ich alles gefragt, was mir eingefallen ist und so. Und der hat halt erzählt, dass ja viele Spiele, die in Trailern gezeigt werden, das sind ja aufgetunte Trailer, beziehungsweise die Spiele laufen dann nicht ganz so flüssig in dieser Qualität und werden dann gedowngradet. Habt ihr ja mitbekommen. Viele von euch kennen sich ja da auch ein bisschen aus und das wird ja auch immer kritisiert. Und bei Cyberpunk, die Trailer, die ihr seht, werden 1:1 das Spiel sein. Wenn nicht sogar, dass das Game besser aussehen wird wie die Trailer. Das ist CG Projekt Red an der Stelle ganz wichtig. Da möchten sie auch so ein bisschen ihren Stempel draufdrücken, ne? Auf die Gaming-Industrie, dass wieder Game-Trailer, Game-Reviews und so genauso geil aussehen wie dann das schlussendliche Spiel bei euch zu Hause am PC oder auch auf der Konsole. Und das war mir auch an der Stelle wichtig zu erwähnen. Ja. Wie war es mit Haptic? Ja, mega korrekt, Digga. Wie seit Mittwochabend war Yonsha und Haptic nicht so viel am Start, aber dann am Donnerstagabend hatten wir eine wilde Session. Da haben wir wirklich mega viel gechillt, mega viel gelacht. Wir saßen dann abends auf der Terrasse, saßen wir bei so einer Mückenfalle, die so mit Licht die Insekten
reinlockt und dann mit so einem Elektrogitter, was unter Strom steht, halt grillt. Und dann wirklich so kleine Insekten, die gehen halt wirklich wie so ein kleiner Böller, nur in so einen Knall über, so bumm. Und dann saßen wir irgendwann in so einem Halbkreis drumrum und haben einfach die ganze Zeit gewartet, dass irgendwelche Insekten reinfliegen und haben uns totgelacht, Digga. Typisch Männer halt, ne? Das war ziemlich witzig. So, und was ich auch richtig süß fand, Chat, am Mittwochabend habe ich ein bisschen den Kühlschrank durchforstet. Dann habe ich ein Ben & Jerry's Eis gesehen, sogar mein Lieblingsgeschmack, mit halb gebackenen Cookies. Health Bucket Cookies, oder so heißt das Ding. Und da habe ich gefragt, wem das Ben & Jerry's gehört. Dann meinte Joncha, ja, ihr, aber kann ich haben? Dann mache ich das Ding auf und dann war es halt schon angeknabbert. Na, und dann frage ich so, ja, wie lange ist das schon offen? Dann sagt sie so, ja, einen Monat oder so. Dann denke ich so, ja, Bruder, Salmonellen, da muss ich ja ganz schnell los. Dann habe ich das Eis auf Undercover-Basis halt wieder ins Eisfach reingestellt, ins Regal. Es war so eine Seitenfach, also es war quasi ein doppelflügiger Kühlschrank und die linke Seite war komplett Eisfach. Und da war dann an der Seite, so wie man es halt beim Kühlschrank kennt, Sachen zum Reinstellen. Da standen halt ganz viele Eise. Oder Eis, ne? Und auch ein paar Ben & Jerry's, ne? Und ja, dachte ich, Bruder, muss ganz schnell los. Und was ich dann mega korrekt fand, einfach Joncha, Mashallah, die korrekte. Am Donnerstag sind Haptik und sie einkaufen gegangen, haben noch ein paar Sachen besorgt und dann sagt sie so ungefähr eine Stunde oder so, bevor der Dude von CG Project Red kam. Ach ja, Carsten übrigens, du wolltest ja gestern das Ben & Jerry's, ich habe beim Einkaufen an dich gedacht, ich habe dir eins mitgebracht. Alter, das sind so kleine Gesten, die vergesse ich den Leuten nicht. Wenn sie irgendwann mal was braucht, Cam einstellen, Mikrofon einstellen, sie braucht irgendwas, ich werde ihr auch einfach helfen, weil ich das so korrekt fand, dass sie einfach daran an mich gedacht hat, sie hat niemand anderen Eis mitgebracht, sondern nur mir, weil sie wusste, ich hatte an dem Tag davor richtig Bock auf ein Ben & Jerry's und dann habe ich so, ja, Sommerjungs, ne? Ihr wisst ja, im Sommer, da gönnt man sich halt. Gut reingeschallert, die Kalorienbombe. Hab das Ding natürlich, das ist ja so ein kleiner Eimer, nicht komplett gegessen. Und ich habe ja mit Löffel. Und dann hat auch der ein oder andere Schlawiner mit einem Löffel auch noch mal ein bisschen das Eis attackiert. Aber ich glaube, am Schluss war trotzdem noch die Hälfte drin. War mega lecker, Alter. Hätte ich mich reinlegen können. Aber ich war von dem Grillen und so schon mega satt. Von daher ging da nicht mehr viel rein in den Bärenbauch. Aber fand ich mega korrekt von ihr. So. Das war dann der Donnerstagabend. Nach dem Anspielen von Cyberpunk haben wir dann auch einfach auf der Terrasse gechillt. Und weil am Tag drauf viele gehen mussten, war es dann am Donnerstagabend nicht mehr so wild. Ich dachte, am Donnerstagabend schießen sie sich alle nochmal richtig weg am letzten Tag. Aber da sind sie es dann alle ein bisschen ruhiger angegangen, sogar der liebe Smexy. Da haben wir dann eher mehr auf korrekter Basis so gechillt und niemand war sturzbesoffen. War auch natürlich ganz korrekt.